Das Erste, was mir wichtig ist für diesen heutigen Tag, ist euch zu sagen, wir sind keine Frösche. Wir haben gemerkt, dass man uns aufkochen will langsam. Schon 1932 war bekannt, dass elektromagnetische Strahlung gesundheitsschädlich ist und zu depressiver Stimmung, Kopfschmerzen und nervösen Erschöpfungszuständen führt. Seit den frühen 60er Jahren ist dies durch eindeutige Studien belegt worden. Trotzdem wurde diese Technik in den 90er Jahren durch die Mobilfunknetze flächendeckend eingeführt. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, ist das klar? Denn wenn seit 1932 bekannt und seit den 60er Jahren eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist, dass elektromagnetische Strahlung gesundheitsschädigend ist, dann ist das eine Verschwörungstatsache, nicht eine Verschwörungstheorie. Kurz nach Einführung des ersten digitalen Mobilfunknetzes 1997 in der Schweiz gab es einen sprunghaften Anstieg an psychischen Erkrankungen, an Erkrankungen der Nerven- und Sinnesorgane und des Stoffwechsels. Mittlerweile ist es offiziell, dass nach 10 Jahren Handynutzung mit einem etwa dreifach erhöhten Risiko für bösartige Gehirntumore zu rechnen ist. Wir sind keine Armee, aber hier herrscht ein Krieg. Wir sind aber ein Volk, das überleben will. So gehen wir heute auf die Straße. Das erste Mobilfunknetz in Deutschland, eingeführt 1992, hatte 800 Sendestationen. In der Zwischenzeit haben wir 120.000 davon. Das ist ein Zuwachs von 15.000%. Und immer noch werden Masten gebaut. Schon heute gibt es in Deutschland etwa 6% strahlensensible Menschen. Tendenz stark steigend. Wenn der Trend so weitergeht, sind Studien zufolge im Jahr 2017 schon 50% der Bevölkerung Strahlenallergiker, belastet mit extremen Einbußen im täglichen Leben. Wir kämpfen heute nicht um Ansichten, wir kämpfen nicht um Meinungen, wir kämpfen um unser Leben. Okay? Und zwar um das Leben unserer Familien, unserer Kinder. Schäden durch Mobilfunk wie Hirntumore, Blutveränderungen, Krebs, genetische Störungen und andere Probleme sind bewiesen. In Forschungsversuchen wurde menschliches Blut in Reagenzgläser gefüllt und mit Mikrowellen bestrahlt. Es zeigte sich, dass sich unter dem Einfluss von Strahlenfeldern die Zellkerne spalten. Wir sind nicht gekommen, um zu verhandeln. Wir sind gekommen, um Anklage zu erheben. Anklage gegen vorsätzliche Körperverletzung. Strahlung durch Mobilfunk kann den Hormonhaushalt durcheinander bringen. So wird zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin gestört, aber auch Stresshormone werden vermehrt ausgeschüttet. Die Folge sind Schlafstörungen bis hin zu Depressionen, Unruhe und Panikgefühle. Ebenso ist erwiesen, dass Mobilfunkfelder krebsfördernde Wirkung haben. Der Krebs entwickelt sich im Einfluss der Felder schneller und schlimmer als normalerweise. Nach mehr als 10 Jahren Handynutzung erhöht sich das Hirntumorrisiko um 20-200%. Auch die Umwelt bleibt nicht verschont. Die flächendeckende Bestrahlung der Erde bewirkt unter anderem Baumsterben, Missgeburten bei Nutztieren und Bienen verlieren ihre Orientierung, mit verheerenden Folgen für die Landwirtschaft. Wir sind keine Demonstranten, wir sind Verwundete, die in Notwehr handeln. Hier gehen wir an der Front mit Verwundeten, die existenziell nicht mehr existieren können. Die leben in den Wäldern, in den Höhlen, in den Klüften. Hier sind Verwundete, die um ihre Existenz kämpfen. Wir sind keine Demonstranten, sondern Verwundete, die in Notwehr handeln. Mobilfunk ist ein Angriff auf alles Leben. Die Leidtragenden sind wir alle, da es kaum noch strahlungsfreie Räume gibt. Wir sind umgeben von einem mehr als lückenlosen Mobilfunknetz und Handynutzern ringsum. So werden wir unausweichlich zu Passivtelefonierern. Die Dauer der Bestrahlung ist entscheidend für die Schädigung. Besonders betroffen sind daher die Kinder, die schon von Mutterleib an den Strahlungen ausgesetzt sind. Denkt an die Kinder! Alle Masken müssen Es gibt nur eine Lösung im Umgang mit dieser Technik, und das ist absoluter und konsequenter Verzicht. Eine andere Lösung, den verheerenden Folgen dieser Technik zu entkommen, gibt es nicht.